Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Magdeburg beginnt zur Stunde das Umweltfestival Auftakt. Ein Treffen, zu dem mehr als 10.000 junge Leute per Fahrrad in der Stadt erwartet werden. Sie sind für eine lebenswerte Umwelt und wollen bis zum Wochenende auch über eine ökologische Wende in der Verkehrspolitik nachdenken. Die Radler kommen aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus dem Ausland. So zum Beispiel aus Irland, der Ukraine, Litauen, Polen und Ungarn, sogar vom fernen Nordkap. Die Gäste wohnen überwiegend in Zelten auf den Elbewiesen.